Also ich habe von weitem gesehen, wie diese Frau und der Typ um den Rucksack gekämpft haben. Ich habe direkt gemerkt, dass sie Hilfe braucht. Ja, und dann habe ich geschrien, dass der Typ abhauen soll und bin direkt hin. Was ist da vorne passiert? Okay, Leute, wir teilen uns auf. Zwei Leute da runter und Robert, wir gehen da lang. Und sie war gerade noch hier. Ja, ich habe die Polizei angerufen, mich umgedreht und weg war sie. Komisch. Geht's mit deinem Arm? Ja, alles gut, halb so wild. Der hat sich irgendwie erschrocken und ist dann abgehauen. Aber warum ist das Mädchen abgehauen? Vielleicht hat sich der Typ hier irgendwo versteckt und hat sich dann das Mädchen in den Rucksack geschnappt. Wir müssen sie finden. Ja, ich bin's, Robert. Ich müsste Fahndung rausgeben. Ja, ganz genau. Ja, zum Einsatz. Robert! Hier liegt überall Kohle. Alles Hunderter. 5, 6 Stück. Also wenn das Geld aus dem Rucksack gefallen ist, würde das zumindest erklären, warum der Typ den Rucksack unbedingt haben wollte. Kann gut sein. Der Reißverschluss vom Rucksack, der war etwas offen. Katharina gibt das her. Das hat er gesagt. Der Typ hat sie beim Vornamen genannt? Ja. Das sagst du jetzt erst? Ja. Das heißt, die beiden kannten sich also. Also wenn nur mehr Geld im Rucksack war, könnte das aber auch bedeuten, dass das Mädchen nicht Opfer, sondern Täterin ist. Würdest du den Typen wiedererkennen? Klar, ohne Probleme. Auch die Frau. Okay, super. Dann fahren wir jetzt ins Kommissariat und erstellen mit deiner Hilfe Phantombilder, ja? Ja, kein Problem. Easy. Okay, schick mir die Akte und die Bilder per E-Mail. Ja, aber schnell bitte, ja? Danke. Komm mal rüber. Jetzt ratet mal, woher die Scheine stammen. Mach's nicht so spannend, Kollege. Von dem Bankraub von vor 2 Wochen, wo die Täter sage und schreibe 1 Million Euro erbeutet haben. Und was hat das mit dem Mädchen aus dem Park zu tun? Die wird ja wohl kaum die Bank überfallen haben, oder? Das kann ich dir gleich sagen, mein Freund. Die Kollegen haben gerade die Akte geschickt und die entscheidenden Screenshots der Überwachungskameras der Bank. Boah, ey, kannst du das mal ausdrucken, damit das auch einer über 50 lesen kann? Chef, ist doch schon in Arbeit. Ich weiß doch um deine Problemchen. Das ist ein fürsorglicher Mitarbeiter. Der kümmert sich um mich, dass es alles gut ist. Solltest dir mal eine Scheibe abschneiden, Kollege. Kollege, so eine Behandlung bekommst du von mir erst mit Ü60, okay? Da bin ich in Pension. Darf ich mal? Also, Micha, ich glaube, das solltest du erkennen. Jetzt war nicht frech werden, hier, Kollege. Der Statur nach waren es 2 Männer, die die Bank überfallen haben. Der Geldbote hat die Bank über den Hintereingang mit 1 Million Euro beliefert. Warum über den Hintereingang? Weil vor der Bank eine Riesenbaustelle war. Dort waren Kanalarbeiten im Gange. Ja, und dann musste der Geldbote halt den Hintereingang nutzen. Klarer Vorteil für die Täter. Dort sind keine Passanten, also auch keine Zeugen und nur eine Überwachungskamera. Also hier auf dem Foto erkennt man zumindest die Augen von dem Täter. Anscheinend gab es ansonsten auch keine brauchbaren Spuren. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Der Geldbote hat doch geschossen und einen der Täter getroffen am Bein. Da muss es doch Spuren geben. Ja, und der muss doch irgendwo behandelt worden sein. War der irgendwo im Krankenhaus oder in der Praxis? Also, da ging keine Meldung ein. Also, wenn er nicht behandelt wird mit der Schusswunde, dann sieht's finster aus. Ja, wie auch immer. Die Täter müssen auf jeden Fall Insiderwissen gehabt haben. Wie soll man sonst wissen, wann der Geldbote kommt und dass er 1 Million dabei hat? Ja. Komm, Robert, wir fahren zur Bank und reden mal mit den Angestellten. Gut. Oh, wartet mal. Die Phantombilder von dem Angreifer und dem Mädchen aus dem Park sind da. Leite ich euch weiter. Jo, schick rüber. Hey, Finger weg. Was machst denn du an Stehlers Wundermaschine? Ja, wieso? Ist da irgendwas drauf, was ich nicht sehen darf? Mist. Ja, dann kommen Sie doch bitte rein. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, aber eigentlich habe ich Ihren Kollegen ja schon alles erzählt, was ich wusste. Ja, das wissen wir. Und wir wissen auch, wie schwer das Ganze für Sie ist, Frau Holzberger. Ja, der Bankraub konnte ja leider bisher nicht aufgeklärt werden. Aber jetzt gibt es neue Erkenntnisse. Ach, wirklich? Das wäre ja fantastisch. Dann könnte ich vielleicht endlich mit der ganzen Sache abschließen. Und es könnte alles wieder gut werden. Wissen Sie, seit dem Überfall da gibt es eigentlich keine einzige Nacht, in der ich durchschlafe.
Am allerschlimmsten ist, ich schaffe es noch nicht mal, vor meine eigene Haustür zu gehen. Deswegen bin ich auch noch krankgeschrieben. Nehmen Sie therapeutische Hilfe in Anspruch? Ja, ja. Ich habe eine ganz tolle Therapeutin. Und zum Glück unterstützt mich auch meine Tochter. Ganz enorm. Eine Freundin von mir wurde mal in der U-Bahn überfallen. Aber dank der Therapie hat sie das Ganze ziemlich gut überstanden. Das hoffe ich für mich auch. Vor allem, dass ich wieder in meinem Beruf arbeiten kann. Es ist so furchtbar. Wenn man den Willen hat und einem dann der Kopf ständig einen Strich durch die Rechnung macht, das ist total bescheuert. Ja, fürchterlich. Aber entschuldigen Sie, was gibt es denn jetzt für Neuigkeiten von dem Überfall? Wir hatten heute einen Überfall im Park. Da wurde ein Mädchen überfallen und aus ihrem Rucksack sind Geldscheine gefallen. Geldscheine aus dem Überfall auf ihre Bank. Ein Mädchen? Nein, aber damals waren das eigentlich nur zwei Männer. Wir haben Phantombilder erstellt. Also, das ist das Phantombild von dem Mann aus dem Park heute Morgen. Möglicherweise ist er ja auch für den Bankraub verantwortlich. Vielleicht erkennen Sie ihn wieder, ich weiß, er hat damals eine Sturmhaube getragen, aber vielleicht erkennen Sie die Augen oder irgendwas anderes. Ja, könnte sein. Aber dann müsste ich ihn schon in der Bewegung sehen oder vielleicht von der Statur her zumindest. Und die junge Frau? Alles okay bei Ihnen? Frau Holzberger? Robert. Das ist Ihre Tochter. Das ist Katharina. Das ist Katharina wurde im Park überfallen. Wo ist sie? Wie geht es ihr denn? Das wissen wir nicht. Können Sie uns Ihre Handynummer geben? Ja, natürlich. Ich rufe Sie auch sofort mal an. Sie geht nicht ran. Sie geht einfach nicht ran. Wir lassen das Handy von Katharina orten. Geben Sie mir mal die Nummer. Jo, Philipp, ich bin's. Du, wir brauchen dringend eine Handyortung. Robert schickt dir eben die Nummer, ja? Ich bleib dran. Hat sich Katharina in der letzten Zeit irgendwie verändert? Vom Positiven her. Ja, vor dem Überfall, da haben wir uns ständig gestritten. Und jetzt in letzter Zeit ist sie richtig fürsorglich geworden. Ja? Alles klar, super. Ja, danke, Philipp. Okay, ciao. Also, das Handy wurde in den Park geortet, in dem wir den Überfall hatten heute Morgen. Am besten, wir fahren da noch mal hin. Ja, bitte, dann lassen Sie mich doch mitkommen. Ich muss dringend zu meiner Tochter. Ja, Frau Holzberger, das geht leider nicht, okay? Ja, aber bitte lassen Sie mich doch. Meine Therapeutin hat ja auch gesagt, dass es richtig wichtig ist, dass ich immer wieder versuche, vor die Haustür zu gehen. Bitte, das wäre ein ganz wichtiger Schritt für mich. Frau Holzberger, ich glaube, das ist keine gute Idee. Alles in Ordnung bei Ihnen? Kommen Sie, setzen Sie sich mal hin, ganz ruhig. Kommen Sie. Sie bleiben besser hier, okay? Ja. Es ist sowieso besser, wenn Sie hier bleiben. Sollte Ihre Tochter wieder auftauchen, ist es gut, wenn jemand zu Hause ist. Und wir melden uns, sobald wir irgendwas Neues haben. Ja? Ja. Also, laut Ortung muss zumindest Ihr Handy hier irgendwo sein. Das Ganze ist doch irgendwie komisch, oder? Hier runter. Die Tochter der Bankangestellten rennt mit der erbeuteten Million aus dem Banküberfall hier durch die Gegend. Naja. Vielleicht steckt sie mit den Tätern unter einer Decke. So, jetzt sind wir ganz dicht dran. Hier muss es irgendwo liegen. Hier ist es. Jo. Guck dir mal die Blätter hier an. Alles total umgepflügt und aufgewühlt. Die hat sich bestimmt heftig gewehrt. Und da war ihr Handy verloren. Ja, und hier, guck, die ganzen Äste, alles abgeknickt. Sieht aus wie eine Schleifspur. Hier könnte er sie langgeschliffen haben. Guck mal, hier sind Haare. Ja, die kann man ja kaum erkennen. Aber stimmt. Die müssen ins Labor. Und anschließend so schnell wie möglich durch unsere Datenbank. Ritter, hallo? Ach, Frau Holzberger. Ich wollte Sie auch gleich anrufen. Wir haben das Telefon Ihrer Tochter gefunden. Nein, bisher keine Spur. Okay. Gut,
Dann komme ich gleich zu Ihnen. Bis dann. Tschüss. Was ist los? Frau Holzberger meinte, das Zimmer von Katharina wäre abgesperrt. Das kommt sonst nie vor. Ich fahre da gleich mal hin. Ja, das Haar muss zuerst ins Labor. Wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, ja? So machen wir's. Ich mache mir solche Sorgen. Hoffentlich ist Katharina nichts passiert. Vielleicht finden wir in ihrem Zimmer ja irgendwelche Hinweise, wo sie sein könnte. Naja. Ich bin nur froh, dass es auf diesem Phantombild nicht dieser Till war. Den hätte ich ja erkannt. Wer ist das? Der Hauptgrund, warum meine Tochter und ich uns vor ein paar Wochen noch so gestritten haben. Ja. Er war Katharinas Freund. Aber es war überhaupt kein guter Umgang für sie. Warum? Ja, der ist 32. Ist doch viel zu alt. Katharina ist ja gerade mal 17. Ja, und nachdem ich dann noch ihre Verantwortung habe, habe ich ihr einfach verboten, dass sie weiterhin mit ihm eine Beziehung pflegt. Und sie hat sich wirklich von ihm getrennt? Katharina hat mir versprochen, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Wissen Sie, wie dieser Till mit Nachnamen heißt? Keine Ahnung. Braucht Ihre Tochter sowas? Verbandsmaterial, Schmerzmittel? Nein. Haben Sie mit Ihrer Tochter mal über den Ablauf in der Bank gesprochen? Wenn der Geldbote zum Beispiel kommt? Vielleicht habe ich eventuell mal erwähnt, dass ich später nach Hause komme. Weil der Kollege krankgeschrieben war und ich länger in der Bank bleiben musste, um auf den Geldboten zu warten. Aber Sie glauben doch nicht, dass Katharina damit irgendwas zu tun hat.